Ulf Kirsten und Heiko Scholz sind Freunde fürs Leben. Die beiden Ex-Nationalspieler kennen sich seit mittlerweile 35 Jahren. Wir trafen sie in dieser Woche am Rande von Leipzig beim Training mit jungen Talenten. Sehr gut. Und Finte. Herrlich. Rückblende, Kinder- und Jugendspartakiade 1979. Im Dresdner Kollektiv der damals 13-Jährigen auch der Görlitzer Heiko Scholz und der aus Gohlis bei Riesa stammende Ulf Kirsten hier am Ball. Wir waren beide sehr gute Schüler. Was war denn dein Lieblingsfach? Mathematik. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, mein Sport. Ich bin wenigstens ehrlich. Die beiden Helden wohnten damals im Internat und teilten als Zimmergenossen die alltäglichen Freuden und Sorgen eines Sportschülers. Ihr Traum, irgendwann für die Erste von Dynamo spielen. In der 10. Klasse erlebt Heiko Scholz eine ganz bittere Stunde. Er wird ausdelegiert. Zu klein und zu schmächtig, lautet die Begründung. War natürlich jetzt erstmal eine traurige Nachricht. Aber ich habe dann trotzdem den Umweg genommen über ISG Hangwerder. Da habe ich eine Lehrstelle über meinen Bruder bekommen. Ulf Kirsten gehört schon ein Jahr später zum Oberliga-Team von Dynamo. Der junge Wilde kennt keine Angst und kein Pardon. Schafft so den Durchbruch. Aber er vermisst seinen Kumpel Scholle. Für mich persönlich war es schade, weil wir wirklich richtig gute Freunde sind. Der schmächtige Scholz schafft es über den Umweg. ISG Hagenwerder, dann BSG Chemie Leipzig und schließlich 1. FC Lok. Das alles ist verdammt lang her. Heute sind die beiden schon Großväter. Ist das Großväter? Ist das nicht Opa? Opa? Ist das gleich? Ja? Großväter? Großväter klingt natürlich richtig alt. Aber Opa geht ja noch. Junge Opas. Ja, ich habe damit kein Problem. Ich bin absolut glücklich, so wie der Scholler auch. Kinder sind gesund. Bei einem Verein spielten sie noch einmal gemeinsam nach der Wende in Leverkusen. Die Pokalsieger von 1993 mögen und schätzen sich. Seine Ehrlichkeit, seine Unbekümmertheit, die er ja immer noch hat, verliert nicht seine Kindheit irgendwo. Man kann man immer lachen, er hat immer Spaß. Ulf? Ja, so wie er immer gewesen ist. Lustig, manchmal auch immer ein bisschen launisch, aber ist er durchs Leben gekommen. Aktuell hoffen sie auf einen guten Saisonausgang für ihre Vereine. Heiko Scholz will mit Lok Leipzig irgendwie in der Regionalliga bleiben und gemeinsam drücken sie auch Dynamo die Daumen, dass es mit dem Klassenerhalt klappt. Es ist immer bitter, dass man dann da unten drin hängt und das ist das zweite Jahr. Geprobt sind sie, Relegation, aber das ist dann immer auch wieder für die ganzen treuen Fans auch nervenaufreibend. Und ich hoffe nie, dass sie absteigen. Wenn man die beiden erlebt, weiß man auch, warum sie so gut miteinander klarkommen. Der Fußball war und ist ihr Leben und wird es auch bleiben.